Es wird still im Saal, die Spannung steigt, die Bretter sind erleuchtet hell. Dein Kopf sich über die Figuren neigt, die Essenzüge folgen schnell. Den Bauern zwei Felder vorgerückt, du gibst ihm zu Gewicht. Mit der gleichen Hand auf die Uhr gedrückt, der Blick in des Gegners Gesicht. Steht eine reiche Welt bereit auf 64 Feldern. Da wird dein Denken weit auf 64 Feldern. Du echte Abenteuer erlebst auf 64 Feldern. Du große Schätze hebst. Eröffnet vorbei der andere lange Ding, wo die Partie inzwischen in scharfe Bahnen lenkt. Du entwickelst schnell und hast schon Raumvorteil. Dein Läufer auf B3 zieht wie ein langer Pfeil. Schwarzer tief überlegt, das spielt jetzt ungenau. Du verstärkst geduldig deinen Angriffsaufbau. Dein Druck, der wächst, du stehst richtig gut. Der Gegner verliert ein wenig schon den Mut. Auf 64 Feldern steht eine reiche Welt bereit. Auf 64 Feldern. Da wird dein Denken weit auf 64 Feldern. Du echte Abenteuer erlebst auf 64 Feldern. Du große Schätze hebst. Die Figuren stehen alle richtig aktiv. Und plötzlich siehst du ein Opfermotiv. Das trümmert die Königsstellung völlig in zwei. Wenn das jetzt geht, ist die Partie vorbei. Was nach der schönsten Gewinnvariante. Es entgeht dir, dass der andere genau das plante. Eine taktische Falle dir heimlich gestellt, dich um den strategischen Lohn so prell. Weil du's nicht siehst, der Sieg schon beinahe winkt. Erst als du ziehst, das Herz dir grausam sinkt. Ein Zwischenschach, das stirbt fatal. Es gibt Rückgefühl, das ist brutal. Selbstbewusste Körpersprache ums Brett herum die Kiebe zu stehen. Sie tun, als hätten sie das alles lang gesehen. Schwarz will nun auch schön gewinnen, statt einfach mit trockener Verwertung zu beginnen. Du siehst eine Chance und bist hellwach. Das Spiel ist Ausdauerschach. Auf 64 Feldern steht eine reiche Welt bereit, auf 64 Feldern, da wird dein Denken weit. Auf 64 Feldern, du echte Abenteuer erlebst, auf 64 Feldern, du große Schätze hebst.